liebe Fight-Fans. Unser nächstes Matchup, Mohamed El Kadiri aus dem Team Ossi aus den Niederlanden in der blauen Ecke trifft auf Noha Ibrahimi aus dem Team Karatas aus Belgien. 3x3 Minuten, B-Klasse, 65 Kilogramm. Schöner Low-Kick hier von Ibrahimi. Oh, kurzer Slip, scheint was Boden nass zu sein. Ibrahimi in der roten Ecke, El Kadiri in der blauen. Schöne Aktion. Sehr, sehr schön. Schöner High-Kick hier, gut geblockt von Kadiri, direkt zurückgegeben mit einem guten Low-Kick. Schönes Knie von Kadiri, schöne Hand von Ibrahimi. Die beiden spielen Ping-Pong. Eine setzt eine gute Aktion, der andere muss nachsetzen. Schöne Cross hier, gut getimed von Ibrahimi. Guter Frontkick. Eins, eins, zwei auf die Deckung. Da sehen wir es, sehr schön. High Kick, Low Kick, direkt paar Aktionen zurück. Hohes Pensum hier in diesem Fight. Oh, sehr, sehr schöne Cross hier von Ibrahimi, der hat gut getroffen. Schöner Hook. Mir gefällt die Arbeit mit den Händen von Ibrahimi sehr. Schöne Cross. Der Junge ist gut im Kontern. Ibrahimi gerade 18 Jahre jung. Schöner Fake, reingesteppt. Sehr gut gemacht von Kadiri. El Kadiri, Verzeihung. Gut. Sehr, sehr schöner Kampf. Oh, schöner Left Hook. Schöner High Kick beim Exit, wow. Technisch sind beide wirklich in diesem jungen Alter schon sehr, sehr weit. Ganz ehrlich, genauso wie wir es hier bei Infusion gewohnt sind. Schon bei den Rookies Top Level. Gut. Guter Low Kick. Nachdem er dem High Kick ausgewichen ist, direkt eine Aktion folgt. Schönes Knie zum Körper. Letzten 10. Ibrahimi ist sehr, sehr auf seine Konter fixiert. Funktioniert aber auch super. Schöne erste Runde. Sehr gut gemacht von beiden Kämpfern. Mohamed El Kadiri sehr, sehr fokussiert. Haben Sie den Blick gesehen? Er hat seinen Coach ja fast durchlöchert mit seinem Blick. Runde 2. Schön. Schöne Aktion von Ibrahimi. Gutes Knie zum Körper von El Kadiri. Schön dem High Kick ausgewichen, Low Kick als Return. Das gefällt mir selber Ibrahimi. Ich würde jetzt nur noch mir ein bisschen mehr wünschen, dass er selber startet. Ich glaube, dann wäre noch mehr. Wow.
Ich nehme es zurück. Super. Sehr schöne Hände von Ibrahimi. Jedes Mal, wenn El Kadiri mit dem Kick reinkommt, gibt es zwei, drei Hände als Dankeschön. Kurzer Slip, nichts Wildes. Ich würde mir bei El Kadiri noch ein paar mehr Feints wünschen, damit Ibrahimi sich eventuell durch sein Konterspielchen öffnet, wodurch El Kadiri eventuell auch gut punkten könnte. 1,40 noch. Cross hat nicht das Ziel getroffen. Schöner Winkel von El Kadiri. Gerne mehr davon. Vorgesteppt, bang, einmal zur rechten Seite raus. Cross abgefeuert, super getroffen. Schöner Mittelkick hier von Ibrahimi. Oh, die Cross hat gesessen. Oh! Da bringt Ibrahimi El Kadiri zum Wackeln. Dieser muss aufpassen. Wir haben noch 50 Sekunden in der Runde. Er steht sehr, sehr wackelig auf seinen Beinen. Ich würde da nicht unbedingt mit einem Flying Knee reinkommen. Er muss nur eine Hand ordentlich treffen. Ibrahimi sehr fokussiert hier. El Kadiri muss einfach nur überleben und versuchen, wieder komplett präsent zu werden. Schöne Hände hier. Gutes Knie. 30 noch. Mal sehen, was draus gemacht werden kann. Schöner Low Kick. Nochmal. Gut. Sehr gute Runde. Ende der Runde hat Noah Ibrahimi auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Einer seiner Hände, ich bin mir gar nicht sicher, welche da getroffen hat, aber die hat ordentlich gesessen. Hat einmal den El Kadiri durchgeschüttelt. Aber dieser scheint wieder komplett bei Sinnen zu sein. Er hat ja seinen Sinne nicht verloren. Scheint komplett wieder dort zu sein. Vielleicht besser ausgedrückt. Mal sehen, ob diese Pause dazu führt, dass man mit El Kadiri wieder komplett da ist. Und mal sehen, was die Coaches hier von Noah Ibrahimi ihm raten, hier aus Team Karatash. The final round, die letzte Runde. Mal sehen. Let's go, ich bin hyped. Guter High Kick. Mohamed El Kadiri bewegt sich wieder genau wie in der... Oh, Left Hook! Left Hook war super. Mohamed El Kadiri, wollte ich sagen, bewegt sich wieder genau wie in der allerletzten Runde. Meine Güte. Der Left Hook hat gerade verfehlt. Schöner Low Kick. Schönes Knie von Mohamed El Kadiri. Die Jungs lassen wirklich nichts im Tank. Alles raus. Oh, schöner Sweep hier. Beide fallen stark zu Boden. 2 Minuten noch. Wow. Schönes Head-Movement hier von Ibrahimi. Gut. Schöner Winkel wieder von El Kadiri. Das könnte ich den ganzen Tag sehen.
liebe diese Winkelarbeit, die El Kadiri ab und an mal wieder reinbringt. Gerne vorher noch ein, zwei Hände und nachher noch ein, zwei Hände. Um den größten Benefit rauszuholen. Guter Löffel. Superman Punch, gut getroffen hier von El Kadiri. High Kick Graz verfehlt von Mohammed. Guter Uppercut. Oh! Starke Hände wieder von Ibrahimi. Oh! Da muss El Kadiri jetzt aufpassen. Wieder genau dasselbe. Wieder genau zum selben Zeitpunkt wie in der vorherigen Runde. Wenn Ibrahimi das Ding jetzt nach Hause holen will, muss er jetzt Gas geben. Aber El Kadiri lässt nicht locker. Da war er kurz wackelig auf dem Bein. Auch das Knie hier, das sieht nicht ganz so aus, wie wir es vom Moment El Kadiri gewöhnt sind. 20 Sekunden noch, mal sehen. Ob Ibrahim hier noch was machen kann, ob El Kadiri vielleicht auch komplett wieder da ist. That's it. Ende des Kampfes. Schöne Leistung. Schöner Kampf, sehr, sehr schön mit anzusehen. Auch sehr hohes Level für dieses junge Alter hier. Noah Ibrahimi, 18. Mohammed El Kadiri, wahrscheinlich auch nicht viel älter. Die Information habe ich leider nicht genau. Okay, erstmal ein Applaus für beide Kämpfer. Mohammed El Kadiri, Noah Ibrahimi. Sehr, sehr schöner Kampf, sehr gut. Mein Respekt an beide. Meine Glückwünsche an beide. Sehr, sehr schöner Kampf. Ich denke, beide können aus diesem Kampf sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel mitnehmen. Jetzt warten wir nur noch auf die offizielle Urteilsverkündung. Wir haben einen Sieger. Noah Ibrahimi nimmt den Sieg mit zurück zum Team Karataş in Belgien. Der Knockdown oder das, besser gesagt das Annocken in Runde 2 und 3 haben wahrscheinlich ausgereicht. Das schöne Kontern mit den wilden Händen nach jedem Kick haben ihm den Sieg anhergebracht. Herzlichen Glückwunsch an Noah Ibrahimi und Riesenrespekt auch an Mohammed El Kadiri.